Hallo und herzlich willkommen zur Ostfriesen WG und den 21. Teil der magischen Ausbildung, die 5 Türme der Magier. Letzte Woche Freitag um 10 Uhr haben wir euch das griechische Frühlingsritual gezeigt. Heute am Freitag, den 21. Juli um 10 Uhr zeigen wir euch das ägyptische Frühlingsritual mit spezieller Räuchermischung. Fangen wir an, los geht's! In Ägypten wurden die Jahreszeiten angezeigt durch die Überflutung des Nils, und die Menschen waren abhängig vom reichhaltigen Schlick, den der Nil hinterließ und in dem sie ihre Feldfrüchte pflanzen konnten. Für sie war daher die Überflutung des Niltales ein jährliches Wunder, ohne dass sie hätten hungern müssen. Die beiden ersten Beispiele von den letzten beiden Videos haben euch eine Idee von einigermaßen komplexen Ritualen gegeben. Das letzte ist eher eine rituelle Pfadarbeit. Die ägyptischen Mysterien reichten von unglaublich schwierigen bis zu erstaunlich einfachen Ritualtypen, und da ich möchte, dass ihr eine so große Auswahl und Erfahrung wie möglich bekommt, ist dieses letzte Ritual nur für 2 Personen gedacht und erfordert kaum Bewegung, dafür jedoch eine Menge an innerer Visionsarbeit. Das ägyptische Ritual des Frühlings. Für das Ritual benötigt man 2 Personen, die die Rolle des Hohepriesters und der Göttin Isis im Osten bzw. im Westen einnehmen, während Süden, Lind, Norden mit den passiven und schweigenden Figuren von Anubis und Nephthys ausgefüllt wird. Die Ost-West-Achse ist als die Länge des Nils gedacht, wobei der Hohepriester Isis invoziert, die lebenspendenden Fluten hinuntersenden soll. Ihr werdet noch einige andere Extradinge herstellen müssen. Plant deshalb rechtzeitig im Voraus, um alles bereit zu haben. Wenn möglich, besorgt eine weiße Robe für den Priester und eine blassgrüne für die Priesterin Isis. Siehe Hintergrundbild, könnt ihr die Dinge, die benötigt werden, sehen. Den Kragen und den Schurz des Priesters, siehe Hintergrundbild, könnt ihr einfach selbst anfertigen, ihr werdet ihn auch für zukünftige Rituale dieser Art benötigen. Wenn möglich, versucht ihr ein hölzernes Podium zu beschaffen, auf dem der Thron von Isis aufgestellt werden kann. Das ist wichtig, da es dem ganzen Ritual eine formellere und ägyptischere Atmosphäre verleiht. Das Podium sollte stark genug sein, um den Stahl und die Priesterin zu tragen. Ein kleiner Fußschemel wird ihr helfen, das Podium zu besteigen. Die Priesterin wird ein Anch und ein Sistrum benötigen, der Hohepriester einen schulterhohen Zeremonienstab. Alle diese Dinge werden auch in anderen Ritualen eingesetzt werden. Es ist daher keine Zeitverschwendung, sie anzufertigen. Im Hintergrund seht ihr jetzt die Anordnung für den ägyptischen Frühjahrsritus im Tempel. Ihr könnt jetzt das Video pausieren und es abzeichnen oder einen Screenshot erstellen. Wir machen jetzt weiter mit dem Video. Anch und Sistrum könnt ihr in den meisten Okkultläden fertig kaufen oder im Internet bestellen. Der Stab wird am besten vom Priester selbst hergestellt und, wenn möglich, mit einem Falken- oder Hundekopf gekrönt. Wenn ihr nicht gut im Modellieren seid, schlage ich vor, dass ihr in einem China-Laden ein billiges Modell eines Wolfshundes kauft oder im Internet bestellt, den Kopf abbrecht und am Stab befestigt. Malt ihn schwarz und gold an. Solltet ihr das nicht tun können, formt aus Modellierwachs ein kleines Anch und krönt den Stab damit. Räucherung: Verwendet Küfi, das ihr kaufen könnt, oder ihr könnt euer eigenes zusammenmischen. Dazu braucht ihr Weidenholzkohle, Mastixharz, Myrrheharz, Skamoniumharz, Gartenraute und Eisenkraut, vermischt mit Myrrhe oder Wacholderöl. Das ergibt eine sehr angenehm riechende Räuchermischung, die für alle ägyptischen Rituale verwendet werden kann. Altar: Stellt den Hauptaltar im Osten zwischen den Säulen auf, siehe Hintergrund, sodass ihr einen ungehinderten Kräfteaustausch zwischen Priester und Priesterin über die ganze Länge des Tempels haben. Stellt 2 kleine Tische im Norden und Süden auf und eines vor die Priesterin. Auf diese Tische und auf den Ostaltar stellt je ein Altarlicht. Platziert euren großen Kerzenhalter, je 2 und 2, zwischen Isis und dem Osten. Der Priester ist der Bittsteller, der um das Wunder der Überschwemmung bittet, damit die Feldfrüchte gepflanzt werden können. Keine Angst, das wird keine lokale Überschwemmung verursachen.
Die Götter kennen den Unterschied zwischen Berlin, München, Stuttgart, Kiel, Hamburg, Hannover, Aurich, Leer in Deutschland, Österreich, Schweiz und dem alten Ägypten. Dies ist ein Frühlingsritual, und sie wissen, dass das die Bebauung der Felder bedeutet. Wenn ihr ein wenig danach sucht, werdet ihr sicher MP3-Audiodateien mit ägyptischer Hafenmusik finden. Im Internet werdet ihr bestimmt kostenlose legale ägyptische Musik zum Downloaden finden. Auf den Ostaltar stellt ihr eine Schale mit Blütenblättern, eine Weihrauchschale und einen Kelch mit Wein. Nun seid ihr für das Ritual vorbereitet. Die Priesterin sollte den Tempel 10 Minuten vor dein Priester betreten und ihren Platz einnehmen. Sie muss dann an die Gottform der Isis denken und diese intensiv visualisieren, wie sie hinter dem Stuhl steht. Errichtet gedanklich und gefühlsmäßig eine Verbindung zu dieser Gottform, dann zieht die Figur schrittweise herunter und in eurem Körper. Fühlt, wie die Göttin eins mit euch wird. Fühlt, wie ihre Würde und Anmut euch ganz erfüllt. Lasst ihre liebende Besorgnis für die Menschheit zu eurer eigenen werden. Lasst die Ruhe, die man oft auf alten Statuen sieht, sich auf eurem Gesicht widerspiegeln. Blickt nach vorn, aber schaut nicht den Priester an, bis es das Ritual von euch verlangt. Nun tritt der Hohepriester ein mit einer brennenden kleinen Wachskerze in einer Hand und mit dem Zeremonienstab in der anderen, mit dem er seine langsamen Schritte markiert. Er wendet sich Isis zu und verneigt sich, dann geht er zurück und entzündet das Altarlicht. Anschließend entzündet er die Lampen im Süden, Westen und Norden und verneigt sich vor jeder. Zuletzt entzündet er die großen Kerzenleuchter, löscht die kleine Wachskerze und nimmt seinen Platz ein mit Blickrichtung Osten. Hohepriester, heil euch, große Götter, ich trete vor euch als Priester und Mann, um eure Hilfe und euren Beistand zu erbitten, auf dass die Menschheit nicht hungere und die Kinder nicht an leeren Brüsten schreien. Heil dir, Ra mit dem Falkenhaupt, erhebe dich im Osten dieses heiligen Ortes und lenke dein Licht auf uns. Streckt eure Handflächen auf Schulterhöhe aus. Lasset unsere Stimmen dich in dem Millionen Jahre alten Kahn erreichen und eile uns zu Hilfe. Hebt die Hände auf Kopfhöhe. Heil dir, Herr des Himmels. Verneigt euch und begebt euch nach Süden. Heil dir, Anubis von den Wüsteneien. Ich trete vor dich als jüngerer Bruder und bitte dich um deine Hilfe, auf dass die Ernte nicht verderbe und sandige Beine der Menschen bedecke. Hebt die Hände wie zuvor. Heil dir, Schakalköpfiger, lenke die Wasser des Nils zu uns. Hebt die Hände auf Kopfhöhe. Lass unsere Stimmen dich zwischen den beiden Welten von Leben und Tod erreichen. Verneigt euch und begebt euch nach Westen. Kniet auf einem Knie nieder und haltet die Arme ausgestreckt zu Isis empor. Heil, dir, große Mutter, Geliebte des Osiris, gewähre uns, deinen Kindern, die Gnade deines Wassers. Höre die Stimme deines Volkes, wie sie dich anfleht, öffne die Tore deiner Gnade und lass die Wasser des Mondes Leben in das Land von Them bringen. Höre uns, höre uns, höre uns. Verneigt euch und begebt euch nach Norden. Heil dir, dunkeläugige Nephthys, lege Fürsprache für uns ein bei deiner göttlichen Schwester, breite die sanfte Dunkelheit deiner Schwingen über uns aus und behüte uns vor allem Übel. Hebt die Hände auf Schulterhöhe. Sei mit uns, du süßer Kelch des Weines. Hebt die Hände auf Kopfhöhe. Sei mit uns und rette uns. Begebt euch nach Osten zurück und hebt die Weihrauchschale hoch. Mit dieser in Händen schreitet ihr die Länge des Tempels ab zur Göttin und bietet ihr dreimal den Weihrauch dar. Große Isis, Mond von Ägypten, nimm an diesen süßen Duft als Unterpfand unserer Liebe zu dir und deinem göttlichen Sohn Horus. Gib uns ein Zeichen, dass du dieses Geschenk annimmst. Isis neigt sich vor und schüttelt das Sistrum dreimal über dem Weihrauch. Der Priester verneigt sich und trägt den Weihrauch rund um den Tempel. Zurück im Westen, stellt er die Weihrauchschale auf den Altar. Er geht dann nach Osten, nimmt die Schale mit den Blütenblättern auf und bietet sie Isis dar, Blumengesichtige, blick auf dieses zarte Geschenk und wie deine eigene Schönheit sich darin widerspiegelt. Nimm an diese Blütenblätter als Unterpfand unseres Glaubens an dich,
und gib uns ein Zeichen, dass unsere Gebete von dir erhört werden. Isis neigt sich vor und schüttelt das Sistrum sechsmal. Der Priester verneigt sich und sich rückwärts bewegend, streut er auf beiden Seiten Blütenblätter und markiert so einen Pfad zum Osten zurück. Dann nimmt er den Wein auf und nähert sich dem Osten. Er verneigt sich und bietet den Wein dar. Nach Honig duftende, lass deine silbernen Füße in den Tempeln beider Länder hören. Koste den Wein, der hier als heiliges Bündnis zwischen Priester und Göttin dargeboten wird. Lass die Wasser fließen, wie der Wein fließt. Nimm es an und trink mit uns, gib uns ein Zeichen, dass das heilige Bündnis geschlossen ist. Trag den Wein zur Göttin, hält ihn an ihre Lippen, sie trinkt. Der Priester kehrt zum Altar zurück und trinkt. Isis neigt sich vor und schüttelt das Sistrum neunmal. Der Priester trägt den Wein rund um den Tempel, bietet ihn dar und nippt an jedem Altar daran. Er kehrt nach Westen zurück, kniet nieder. Isis, höre meine Stimme in diesem Tempel, höre die Stimme von Isis, der Herrin des Mondes. Weil du mir süßes Parfüm dargeboten hast, bin ich von den Hallen von On an diesen Ort gekommen. Weil du mir die Symbole der Schönheit der Erde gestreut hast, habe ich deine Gebete erhört. Weil du mir Wein als Zeichen des heiligen Bündnisses zwischen uns geboten hast, will ich die Wasser des Mondes öffnen und das Land wird fruchtbar sein. Aber am meisten ist es wegen meiner Liebe zu euch, meine Kinder, dass ich euch erhören werde. Seid emsig in eurer Aussaat und bei eurer Arbeit auf den Feldern, und mein Lächeln wird über euch sein. Vergesst nicht die Erde, die euch nährt, und gebt ihr einen kleinen Teil der Früchte eurer Arbeit zurück. Ich werde in euren Tempel eintreten und ihn mit meiner Anwesenheit ausfüllen. Isis erhebt sich und steigt von ihrem Thron hernieder und, vom Priester gefolgt, schreitet sie im Kreis den Tempel ab, bleibt vor jedem Altar stehen und schüttelt das Sistrum dreimal. Wieder im Westen, besteigt sie ihren Thron und nimmt ihren Abschied. Lebe wohl, Priester und Freund, ich werde wiederkommen. Wenn ich gerufen werde, sieh zu, dass meine Kinder die große Mutter nicht vergessen. Komm zu mir, auf dass ich dich segne. Der Priester kniet auf ihrem Fußschemel nieder, und Isis berührt ihn mit dem Anch, dann schüttelt sie dreimal das Sistrum über ihn. Er erhebt sich, verneigt sich, geht zum Westaltar, verneigt sich nochmals und kehrt zum Osten zurück. Er geht einmal im Kreis um den Tempel und löscht alle Kerzen außer der am Westaltar. Zuletzt kommt er wieder nach Westen und bietet der Göttin ein schweigendes Lebewohl. Dann löscht er das Licht und verlässt den Tempel. Die Priesterin lässt sich Zeit, bis die Göttin ihr Bewusstsein völlig verlassen hat. Dann bringt sie ihren eigenen Dank dar, erhebt sich und verlässt den Tempel. Dies beendet das Ritual. Damit sind wir am Ende des Rituals und diesem Video angelangt. Nächste Woche Freitag um 10 Uhr treffen wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und liebe Grüße. Seid gespannt und bleibt dabei.